Ja Leute, ihr seht richtig, ich habe mich entschieden, den Fiat hier wegzufahren. Ich mache hier Tempomat rein, weil das kann nämlich jetzt eine Weile dauern und wir können uns natürlich jetzt nur noch ein bisschen Gesprächsthemen holen oder überlegen, über was wir reden könnten. Also wir können uns mal die Hühner angucken, die haben jetzt schon 86 Liter wieder vor uns 2024. Produzieren also relativ gut. Wir könnten ein paar Hühner verkaufen und einen Hahn oder so dazu kaufen, damit man sie vielleicht reproduzieren. Und dann könnte man wieder welche verkaufen. Das effektivste im Futter gibt es. Ein bisschen sauber gemacht, ja, müssten sie werden, oder? Sauberkeit. Wie sieht es bei denen aus? Die haben keine Sauberkeit. Vielleicht auch gut so. Und jetzt können wir mal gucken. Ich habe ja gesagt, wir werden hier hochschleichen mit dem hier. Die Berge. Es ist natürlich, ich möchte klein anfangen und nicht die großen Maschinen. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Andere, die wollen sich die größten Maschinen kaufen und gibt's ihm. Und ich bin eher so, lasst über die kleinen Maschinen am Leben. Die haben was. Ja. Ist das hier kein Probleme gibt? Oder? Oder? War eine fucking scheiß Idee. Gut, dann müssen wir nochmal die Säge rannehmen. Kann ich jetzt... Da kann ich echt nichts machen? Ja. Ich kann das doch bestimmt anfassen hier, oder? Ey, das nicht. Ey, das war nicht geplant. Den sie noch wegmache. Bricht das ganze System, glaube ich, ein, oder? Alter, scheiße. Das verursache ich doch mal einen Stau, den ich nie machen wollte. Das ist natürlich... Ich verursache den größten Stau im LS. So, wir fahren einfach mal durch. Gucken mal, was passiert hier. Gut, das war mir fast schon klar, was hier alles passiert. Ah ja, halt deine hässliche Schnauze. Jetzt komme ich zu dir und fick deine Mutter bis zum Arschloch durch, das sage ich dir. Dann fangen wir am Arschloch an. Oh, das wird drüber geworfen. Das wollte ich nicht. War schon klar, dass damit irgendwie was passieren muss. Guckt euch mal die Länge an. Ja, das ist schon besser. Dann fehlt mir ja noch drüben der eine. Okay, dann können wir wieder die Spannung dran machen, dann können wir weiterfahren. Halleluja.
L. Pum. So. Das muss jetzt aber klappen. Ja, jetzt liegen sie auch viel, viel besser drauf. Ich hoffe, ich habe natürlich jedes Holzstück mitgenommen. Ich hoffe natürlich, dass der Arschloch mich nicht reinfährt jetzt. Das bin nämlich nicht gut. Oh, der hat schon wieder einen vollen Tank. Alter Leute, die Mission kotzt mich am meisten an. So sehr hat mich noch niemand angekotzt. Das ist jetzt das nächste Mal kommen. Also jetzt fahre ich erstmal weg. Auch wenn ich das Holz jetzt erstmal wegfahren wurde, aber das könnt ihr vergessen. Ich will nicht wissen, wie viele Parts ich schon hier dran setze. Berg hochfahren, dann können wir nämlich den Staub ein bisschen auflösen. Okay, hier ist kein Staub. Wir müssen ja sowieso den Berg Kittler hoch. Da könnten wir mal unten reinschreiben, wie viele Missionen sitze ich schon an dieser, wie viele Folgen sitze ich schon an dieser Mission. Also ich bin immer gespannt, wie der Berg wie der jetzt hier hochzieht. Weil ich bin nämlich vor kurzem auch mal einen Graben gezogen und ich habe gedacht, der kleine Drecker, da zieht mich nicht raus. Und der hat gezogen, der hat gezogen, der hat gezogen. Und im Moment sieht das auch... Ja, jetzt verliert er die Geschwindigkeit. Aber nicht so schnell, wie ich dachte. Nicht so schnell, wie ich dachte. Ich muss zig zurückgegangen. Aber anscheinend will er gerade nicht kommen. Deswegen kommen wir jetzt noch 2 Minuten ohne aus. Wie gesagt, also der quält sich jetzt zwar glaube ich hoch, aber der kommt super hier hoch. Jetzt kommt die Musik wieder. Der kommt jetzt richtig gut hier hoch. Und jetzt machen wir genau wie das letzte Mal. Wir fahren zuerst das andere weg. Dann kommen wir hierher, laden das ab. Und danach würde ich sagen, war es das auch mit meiner Vollproduktion. Also ich sitze glaube ich hier schon 2 Stunden dran. 1 Stunde, 2 Stunden, keine Ahnung. Viel zu lange jedenfalls schon. Und ich muss mich auch irgendwann mal gut richtig aber vorbereiten. Oh, ich muss noch Brot kaufen. Dann geht man zu Sterne. Das geht auch noch. Ich brauche wirklich auch, ja. Aber ich muss mal irgendwas Koffeinhaltiges noch trinken. Sonst bin ich noch im Arsch. So. Aber wir sind gleich oben. Wie gesagt, es wundert mich, dass der hier... Gut, der hat wahrscheinlich nicht so viel Tonnen jetzt hier drauf. Der andere hatte ja 4 Bäume drauf gehabt, kannst du sagen. Er sollte auch 25 hier fahren. Also der wäre bestimmt auch dann bei 10, wenn ich hier noch hinten dran hätte. Beziehungsweise die beiden Hänger dran. Dann wäre es bestimmt so gewesen. Aha. Kontrollgruppe Spitzfuß. Ah, den kannst du auch noch ausfahren. Damit fährst du aus, okay. Das ist auch nicht schlecht zu wissen, dass das alles noch geht. Warum ich jetzt wieder in Vorproduktion aufnehme, weil meine Komplinen eigentlich bald wieder kommt. Das ist meine Freunde. Und die kann man ja im Sim schon bewundern, wie sie aussieht, ungefähr aussieht. Folge, ich erstelle meine Freundin irgendwie sowas bestimmt. So. Eigentlich wenn man so guckt, Lohnzahlung her, ist das eigentlich doch gar nicht mal so schlimm, dass wir dort die ganze Zeit nur einen Helfer fahren lassen.
So, oben am Berg angekommen, würde ich sagen, wenn euch der ganze Platz gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten, schreibt mir einen Kommentar auf, wenn mehr davon sehr gut oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr, wenn es wird. Ciao, ciao. Meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Wirtschaftssimulator. Hier auf dem wunderschönen Kanal. Wir sehen und staunen. Ich darf hier den jetzt wegfahren. Ha, wer hätte das gedacht? Alle, die den letzten Part geguckt haben. Ja, wird blockiert. Ich hätte den, glaube ich, zuerst wegfahren sollen. Wir dürfen, wie gesagt, hier wieder mal wegfahren. Das ist eine große Freude für mich, den wieder wegzufahren. Vor allem, wieso viele Prozente damit einfahren. Große Freude. Geile Mission. Die wieder. Vielleicht, der Baumwolle ist ja auch so eine Solala-Mission, würde ich sagen. Aber Baumwolle ist jedenfalls auch noch geil. Da siehst du was. Das ist was ganz anderes. Aber wenn man überlegt, ich sitze hier seit gefühlten 10 Folgen. Sitze ich an diesem Feld hier dran. Und ich fahre nur ab. Ich lasse schon den Helfer die perfekten Radius machen und alles und nebenbei noch machen und tun und so. Ich hoffe nur, da bleibt noch am Ende was übrig, genug übrig, dass ich noch mehr Ernte-Dings bekomme. Wir können ja eigentlich auch gleich mal gucken, wie viel es gibt dafür, wenn wir dann bei der 11. Runde langfahren. Auch hier ein LKW wieder gut. So, hier fahren wir. Nee, falsche Taste. Hier fährt bitte der Helfer, genau. Und wir gucken mal kurz hier rein. Was bringen denn, also Eier können wir sonst wo? Alter, 3000 beim Hafen. Okay, wir können doch nicht so fahren. Kartoffeln, Kartoffeln. Hier, Kartoffeln. Bringt nie. Ist wirklich nicht viel eigentlich. Da bin ich doch froh, dass ich überhaupt was rauskriege bei der Fahrt. Mit Eiern können wir ja nochmal gucken, wie viel ich da einnehme. Huiuiui. Eigentlich würde ich doch langsamer fahren. Weil Allradlenkung ist doch schon von meiner Third Person nicht gerade das einfachste, glaube ich. Bei hohen Geschwindigkeiten, bei langsamen Geschwindigkeiten oder was, das wird schon geil sein. Bei hohen. Wir sind bei den ersten Parts, wo man hier Flaschen sammeln musste. Wo ich gerade hier den Flaschencontainer sehe. Ey, das war eine geile Sache. So, wir schaffen das weg. In dieser Zeit verkaufen wir das ja. 4000. Also man bringt wirklich doppelt so viel weg. Doppelt so viel Geld. War da im Feld fertig schon? Oh. Wachstum. Erntereif, ja, wir haben das erste Feld ist wieder erntereif. Nice. Wir können endlich mal wieder Geld verdienen. Also richtiges Geld. 61%. Ach, leck mich doch am Arsch. Also eigentlich laut meiner Berechnung müsste man sogar noch zweimal fahren, wenn man so überlegt. Aber die Lust dafür. Pff, Halleluja. Prosen und dann fahren wir mal los. Bin mal gespannt, Enderman, der hat mich ja vorhin angeschrieben gehabt gegen 2, aber mal was gemeinsam zocken und wir haben es schon 3:30 und der hat mir immer noch nicht zurück, also hat nicht nochmal geschrieben, deswegen gehe ich davon aus, dass, also ich gehe dann einfach, ich mache dann hier mein Zeug fertig. Ich kann mich ja nicht immer nach anderen Leuten richten. Das ist das Wichtigste. Man soll sich nicht nach anderen Leuten richten, man soll sein eigenes Leben nehmen, finde ich. Und so ist es auch richtig.
Genau, hier sieht man, meine Rapsfeld ist fertig. Also können wir mit dem Holz erstmal aufhören und können das mal auf unser Rapsfeld gehen. Und können die ganze Maschine mal wieder bedienen, also bewegen. Das sehe ich auch langsam, jetzt geht auch doch mal der Sprit kaputt. Ey, kaputt. Das Auto kaputt in der Sprit, wenn er. Stimmt schon wieder voll sein hier, solange noch keine 80% angezeigt wird. Bin ich eigentlich zufrieden. Naja, doch wieder seine 5000 in der Zeit. Unsere Maschine, los geht's. Los geht's. Wir haben im Notfall Heuablage ist gar nicht hier drin, glaube ich. Das ist automatisch. Also Drescher anschalten wie. Los geht's. Lassen wir natürlich wieder ein Helferchen machen. Ich glaube, das Zeug können wir nicht einladen. Hier können wir mal kurz noch die Stroh reinhauen, wenn wir schon mal hier sind. Wir sehen, die brauchen, haben schon wieder viel gebraucht. Und der muss runtergefahren werden. Und dann sind wir irgendwie, wie gesagt, schon beim Part wieder. Die Zeit vergeht und man redet sich hier dumm dämlich und mein Mund ist extrem trocken geworden, langsam. Und ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, klickt mal mich einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, mehr davon sehen wir doch nicht und damit zumindest mal sagt der Mindspot. Ciao, ciao.